Servus Leute, immer wieder auf meinen Home Trails hier unterwegs. Dachte ich mir, nehme ich euch mal mit. Unglaublich. Also der Wald ist so wieder so geil grün. Richtig, richtig cool. Unterwegs, selbstverständlich auf dem Privateer. Weil in 2 Wochen ist Winterberg-Rennen, Enduro-Rennen. Ja, und da muss ich mich natürlich mal wieder expliziter auf das Rad hier einfahren. Und ja, einfach ein paar Laps mit dem Ding machen. Ist jetzt nicht so, dass ich das Fahren auf dem Rad verlernt hätte. War in letzter Zeit relativ wenig gefahren, viel Rennrad und so, fitnessmäßig. Dann viel Fitnessstudio, hat alles Zeit gekostet. Aber ich fühle mich auf dem Rad stärker denn je. Deswegen wird das ganz cool. Ja, und heute mache ich einfach nur mal so eine kleine Feierabendrunde hier. Und dann nehme ich euch mit und dann wünsche ich euch viel Spaß. Ja, dann kommt jetzt der erste Trail und let's go! So, das wird jetzt, das ist der Rollercoaster. Er geht so ein bisschen links, rechts, hoch, runter, paar Sprüngchen, nichts Anspruchsvolles. Aber der macht doch schon Bock. Der erste Anlieger ist ganz geil, der jetzt kommt. Kann man voll durchbrechen. Dann hier hoch, Step Up, ein kleiner Hip. Und hier drüber kommt der größere Hip. Ui, war unsauber. Hier rein, hier noch so einen kleinen Hip. Hier kann man schön rausziehen. Wunderschön. Hier ein bisschen langsam machen, wegen der Menschen. Ja, sind alle so kurz. Aber es macht so eine Abendrunde jetzt. Macht schon ganz Bock. Also wir haben jetzt 17:30 Uhr. Mehr war heute nicht drin. Ich wollte eigentlich Rennrad fahren, aber dafür ist es zu windig und auch zu unbestimmt. Boah, das Gewitter, wo ich dachte, was aufzieht, dann komplett wieder weg. Na ja gut, sehr schön, werde ich nicht nass. Und jetzt fahren wir die Enduro. Keine Ahnung. Die Namen sind alle nicht so passend, muss ich sagen. So, fahren wir hier rein, natürlich mit offener Kurve, nicht mit dem Anlieger. Hier voll Renndrücken. So, Anlieger sind auch mit der Zeit richtig flach geworden leider. Da fahre ich immer über den kleinen. Das ist eine coolere Linie. Kleiner Hip. So, muss so ein bisschen abbremsen. So, Inside, Manual und dann chillen. So. Ja, alles leider sehr kurz. Länger wird mir auch besser gefallen. Definitiv. So, jetzt fahren wir mal, ja, Jumpline. Also sie heißt noch so, weil es früher gab es auf der die meisten Sprünge hier. Ist auch ganz witzig eigentlich. Ist zwar nur ein bisschen, ja, ein paar kleinere Sprünge, aber auch ganz cool. Kann man so ein bisschen rüberziehen hier. Kommt der Kollege, so ein bisschen aufpassen mit dem Baum links. Dann hier so ein Stepdown, hier Double. Dann kommt der Kollege. Jetzt findet man immer richtig weit. Hier unten noch eine Kurve. So. Wieder vom Weg. Immer schön gucken, ob Leute kommen. Will ja hier keinen über den Haufen fahren. So. Jetzt fahren wir den anderen Enduro Trail. Den haben die Kids irgendwann mal gebaut, die hier auch nur fahren. Der macht auch Bock. Da ist zwar nicht so viel Action drin, aber ist ganz cool. Wie immer hier oben schön rein sprinten. So, die offenen Kurven genießen. Ui. So, hier schön Inside reinziehen. Dass man hier schön raus kann. Ah, so krass. Hier reinhalten. So krass. Anders sich Strecken fahren, wenn es trocken ist. Ah, so.
ganz lustig. Langweilig, aber auch ganz lustig. Ich habe mich entschieden, ich laufe die Strecke mal ab, die ich gerne noch testen will, ob die noch okay ist. Bevor mich bergab böse Überraschungen erwarten. Dann fahren wir mal den Trail hier. Ist jetzt wieder einigermaßen fahrbar, denke ich. Mal gucken. Oh ja, fehlt der Anlieger natürlich, ne? Okay. Ah. So. Ja, das geht trotzdem immer noch ganz gut. Aber es ist nicht mal. Ui. Stressig. Stressig, stressig, stressig. Man ist mir hinten recht gut am Driften, weil überall so kleine Nüsse auf dem Boden liegen. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Demnächst will ich vielleicht mal eine kleine Serie machen mit Tutorials. Falls ich das jemand angucken will, sehen wir dann. Auf jeden Fall so Kurven fahren, dies, das, jenes. Ich habe letztes Jahr nämlich auch sehr, sehr viel dazugelernt, was sowas angeht. Bin definitiv nicht ansatzweise irgendwie ein extrem krasser Fahrer. Aber vielleicht kann ich irgendwas weitergeben, wenn es einer Person hilft. Das ist schon mal ganz cool. Ja, und dafür könnt ihr mir mal ein paar Tipps schreiben, wie man richtig springt. Weil das ist sowas. Ich meine, ich komme über das meiste drüber, aber jetzt nicht richtig stylisch oder super, super schön und super sicher. Und ja, aber das wird sich dieses Jahr definitiv auch ändern. Was ich richtig krass merke, ist das ganze Fitnessstudio. Gehen. Ich bin hier explizit fürs Radfahren, ich habe so einen Trainer und das hat schon echt viel gebracht. Gerade was Stabilität auf dem Rad angeht und auch Stabilität beim Bergabfahren, Wahnsinn. Kann ich nur jedem ans Herz legen, der zum Beispiel fitter auf dem Rad werden will, Rennen fahren will oder einfach sicherer fahren will. Das trifft es eigentlich ganz gut. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Vergesst nicht zu abonnieren, wäre ganz nice, dann verpasst ihr auch nichts. Und ja, wenn ihr es cool fandet, Anregungen habt, irgendwas, rein in die Kommentare. Kritik auch gerne gesehen, solange sie konstruktiv ist. Beleidigungen könnt ihr behalten. Könnt ihr auch reinschreiben, ist mir egal, aber behaltet sie am besten. Das macht euch alle sympathischer. Ja, und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Radfahren hier am Wochenende. Weil das Video kommt heute einen Tag später, also am Samstag. Heute Abend schneide ich das noch. Ja, macht's gut und bis zum nächsten Mal.